Damit ein herzliches Willkommen zurück bei Dragon Age 2. In der letzten Folge hat sich die Hüterin Meryl Ferry geopfert, um Meryl zu retten. Und ja, die Hüterin ist jetzt Turk. Und ja, die Elfen sind nicht gerade sehr... Ja, wir sind nicht gerade sehr begeistert davon. Wir müssen den kompletten Plan hier auslöschen. Oh. Oh oh. Der Clan ist ausgelöscht worden. Verdammter Mist. Ich werde Fenris nie mehr wieder mitnehmen. Der ist mir viel zu feindlich gesinnt. Verdammt und zugenäht. Fühlt ihr euch wie ein Bürger, Fenris? Wie bitte? Ihr seid genauso lange in Kirkwall wie ich. Fühlt ihr euch zu Hause? Ich habe keine Vergleichsmöglichkeiten. Ich habe das Gefühl, dass es ein freier Ort ist. Ich glaube, ich hatte diese Chance auch, habe sie aber verschenkt. Wir werden sehen. Gehen wir mal lieber. Und gehen zurück in die Stadt. So, wohin gehen wir jetzt? Ich glaube, wir machen das mal mit Gerechtigkeit. Als nächstes. Oder warte mal. Ne, ich gehe jetzt mal zu Warwick. In den gehängten Mann. Denn er wollte noch mit uns reden. Das habe ich nämlich gesehen. Ich bin mal gespannt, was er gerne von uns möchte. Weil er möchte sich ja entschuldigen. Dafür, dass er in der letzten Folge so besessen von dem Ding war. Hört mal, Hawk. Ich weiß wirklich nicht, was in Bartrans Haus über mich gekommen ist. Aber ich bin froh, dass ihr auf mich aufpasst. Ich bin froh, dass es euch gut geht. Ich habe mir Sorgen um euch gemacht. Ihr müsst euch niemals Sorgen um mich machen, Hawk. Was nehmt ihr? Edwina, wir brauchen hier was zu trinken. Okay, das ist ja absolviert und jetzt die nächste. Hawk. Oh, das ist wirklich zu peinlich. Ich werde euch zuhören, Beric. Egal, was es ist. Beim Erbauer, ich hasse es, wenn ihr so vernünftig klingt. Könntet ihr mich nicht zur Abwechslung mal einen dreckigen Nackküsser nennen? Hört zu, ich möchte euch einfach nur sagen, dass es mir eine Ehre war, euch zu kennen. Ihr seid mir ein guter Freund, Warwick. Ich weiß, es ist schwer vorstellbar, was ihr ohne mich tun würdet. Wisst ihr, dass es auf den Tag genau 6 Jahre her ist? 6 Jahre, seit ich euch aus Bartrans Arbeitszimmer schleichen sehen habe. Auf das, was noch vor uns liegt. Ach, er wollte dann nur damit mit uns reden. Na gut. So. Hätten wir das erledigt? Wir müssen in die Oberstadt mal gehen. Denn wir müssen was mit Gerechtigkeit klären. Ein Krieg kommt. Ist es ein Unterschied aus eigenem Antrieb zu kämpfen? Hat man euch nie das Töten befohlen? Ich war Soldatin. Ja, aber gehe ich wollte es. Ich wollte es auch, aber nicht freiwillig. Moment. Falls das irgendeinen Sinn ergibt. Moment mal ganz kurz. Gefährten, Gerechtigkeit. Geh in die Kirche und lenke die Oberst. Ach so! Ah, okay. Hinterfragt überzeugen, sprich mit dem Sohn. Sprich nur.
Okay. Dann was ergibt in diesem Chaos schon Sinn? Dann reden wir jetzt erstmal mit... Moment, wo haben wir das denn jetzt? Fernrus Anwesen. Oh Gott, den ganzen Weg dahin laufen. Warum gibt es dafür keinen Ort auf der Karte? Muss ich den ganzen Weg dahin laufen? Oberstadt Anwesen, Fenris. So, Fenris, worüber möchtest du mit uns reden? Die letzte Flasche Greggio habe ich für einen besonderen Anlass aufbewahrt. Der da wäre? Der Jahrestag meiner Flucht. Astia Valla Fernandes. Wollt ihr die Geschichte hören? Warum nicht? Nur zu. Redet es euch von der Seele. Also gut. Habt ihr schon von Saharan gehört? Das Reich und die Kunari kämpfen nun schon seit Jahrhunderten um die Insel. Ich war mit Daenerys während eines Angriffs der Kunari dort. Ich konnte ihn zu einem Schiff bringen. Aber da war kein Platz für einen Sklaven. Ich blieb also zurück und floh mit letzter Not aus der Stadt. Ich dachte, Daenerys lag etwas an euch. Er hatte keine Wahl. Der Ausdruck in seinem Gesicht, als das Schiff ablegte, war unbezahlbar. In den Urwäldern Saharans leben Rebellen, die Nebelkrieger. Sie fanden und pflegten mich, bis ich wieder zu Kräften kam. Ich blieb eine Weile bei ihnen, bis Daenerys kam, um mich abzuholen. Seid ihr freiwillig bei diesen Nebelkriegern geblieben? Ich hatte die Rebellen ins Herz geschlossen. Sie folgten keinem Meister und kämpften für ihre Freiheit. Das kannte ich nicht. Als Daenerys kam, weigerten sie sich, mich ziehen zu lassen. Er befahl mir, sie zu töten. Ich tat es. Ich habe sie alle umgebracht. Warum habt ihr das getan? Was hätte ich denn tun sollen? Mein Meister war zurückgekehrt. Und dieses Fantasieleben war vorbei. Aber als ich es getan hatte und ihre Leichen sah, spürte ich... Ich konnte nicht. Ich floh. Und habe nie zurückgeschaut. Hat euch Daenerys nicht aufgehalten? Die Rebellen hatten ihn verwundet. Die Soldaten, die ihn begleiteten, wollten mich einfangen. Erfolglos. Das war Wochen, bevor sich Daenerys an der Jagd beteiligen konnte. Und als es soweit war, war ich längst weg. Wie gut kanntet ihr diese Nebelkrieger? Ich war nur ein paar Monate bei ihnen. Aber in dieser Zeit spürte ich, dass ich lebte. Sie waren tapfer, stark, frei in allem, was sie taten. Ich bewunderte sie. Und verdankte ihnen alles. Und doch wandte ich mich gegen sie. Ich verstehe nicht, warum ihr so lange bei Daenerys geblieben seid. Ihr wart nie ein Sklave. Sklaven träumen nicht von der Freiheit oder irgendwelchen Wundern. Sie denken nur an die Wünsche ihres Meisters. Und daran, was die nächste Stunde wohl bringen mag. Ich hätte nie gedacht, ich könnte etwas anderes sein. Bis ich ein anderes Leben kosten durfte. Aber es gibt doch immer wieder Sklavenaufstände. So wie in Kirkwall. Das Ritual, dem ich meine Zeichen verdanke, raubte mir auch meine Erinnerung. Was ich vorher war, hätte ebenso gut nie existieren können. Hätte ich es gewusst, hätte ich vielleicht anders empfunden. Es muss schwer sein, darüber zu reden. Ich habe nie jemandem erzählt, was damals passiert ist. Ich wollte das nie. Wir beide sind nicht immer einer Meinung, aber... Sprecht nicht weiter. Ich weiß, was ihr meint. Sagen wir einfach, ihr habt meinen Respekt. Dann also einen letzten Trinkspruch. Auf die Gefallenen. Jawohl. Hätten wir das auch erledigt. Wäre schön, wenn jetzt meine Freundschaft zu ihm deutlich angestiegen wäre.
Gut, jetzt wollen wir noch mit Meryl reden. Bei dir geht's ja nicht so gut. All diese Leute für immer von uns gegangen. Meryl. Wie konnte das alles nur geschehen? Ich weiß, dass euch das vermutlich nicht hilft, aber es war einfach nur ein Missverständnis. Warum nur hat keiner von Ihnen auf mich gehört? Ich dachte die ganze Zeit, ich könnte Ihnen helfen, Sie retten. Aber Sie haben entschieden, sich selbst zu vernichten, um meiner Hilfe zu entkommen. Sie haben sich der Vernunft verschlossen. Es gab nichts, was ihr hätte tun können. Ja, das weiß ich. Vielleicht ist es an der Zeit, dass ich aufhöre, für Sie zu leben. Keine Hüterin, kein Clan, kein Volk. Ich habe niemanden mehr außer euch. Was soll ich jetzt nur tun? Es gibt keinen Grund, warum ihr nicht weiter nach der Vergangenheit eures Volkes suchen solltet. Ich habe noch diesen nicht ganz funktionsfähigen magischen Spiegel. Vielleicht finde ich ja einen Weg, ihn fertigzustellen. Vielleicht erfüllt meine ganze Ausbildung zur Hüterin dann doch noch ihren Zweck. Ich danke euch. Gern geschehen, Meryl, gern geschehen. So, hätten wir das auch erledigt. Ich guck mal, ob jemand noch was von uns möchte. Nebenquest. Ah, ne, habe ich keinen Bock zu machen. Mean Massaker ist noch so schwer. Dann wollen wir mal kurz in die Kirche gehen. Oberstadt. So, ich muss kurz wissen, wo der Weg zur Kirche ist. Ihr seid naiver, als ich dachte. Was habe ich euch jetzt wieder getan? Mir? Nichts. Noch nicht. Es geht um euch. Ihr macht euch überhaupt keinen Begriff davon, wie viele Magier bereits den Weg beschritten haben, den ihr gerade geht. Mein Clan hat nicht an mich geglaubt. Moment, da lang. Wenn ihr das auch nicht tut, ist mir das gleichgültig. Ich hoffe, ich bereue es nicht, was ich hier tun werde. Kirche. Ich werde euch aufsuchen, sobald ich fertig bin. Ich danke euch. Ich hoffe. Ich hoffe, er weiß, was er tut. Ihr habt diese Stadt durch euren Sieg. Oberster Kleriker. Der Erbauer segne euch, Champion. Seid ihr hier, um zu beten? Habt ihr darüber nachgedacht, auf wessen Seite ihr euch schlagen werdet? Die der Magier oder die der Templer? Es ist kein Geheimnis, dass ihr auch Abtrünnige zu euren Freunden zählt, Champion. Ihr habt viel dafür getan, um die Feuer der Rebellion anzufachen. Wir müssen Meredith und Orsino Zeit geben, ihre Differenzen auszuräumen. Es kann nichts Gutes daraus entstehen, eine Seite zu begünstigen. Der Erbauer hat die Magier erschaffen. Warum beschützt er sie dann nicht? Ich habe Mitgefühl mit den Magiern, glaubt mir. Möchte nicht in der Galgenburg eingesperrt sein. Aber ich darf nicht gegen sie Partei ergreifen. Wir alle sind Geschöpfe des Erbauers, aber die Magie ermöglicht einen Missbrauch, der die Grenzen der Sterblichen überschreitet. Ich kann nur darauf hoffen, die Bedürfnisse aller im Gleichgewicht halten zu können. Denn wenn es zu einem Krieg kommt, sind vor allem die Bewohner dieser Stadt die Verlierer. Da seid ihr ja. Ich habe schon überall nach euch gesucht. Euer Gnaden? Eure Seele ist aufgewühlt, mein Kind. Ich hoffe, ihr findet hier Linderung. Was hat Anders getan? Ja, wir werden es gleich herausfinden, offenbar. Ich möchte, dass ihr dies bekommt. Was ist das?
Ein Kissen? Handbesteckt von meiner Mutter. Es war das einzige von ihr, was ich behalten durfte, als ich zum Zirkel kam. Warum in Andrastes Namen solltet ihr das ausgerechnet mir schenken? Ihr wart mir ein guter Freund, Beric. Ah, ah. Ihr solltet euer Kissen behalten, Blondschopf. Ich hoffe, ihr habt darauf noch viele schöne Träume von ermordeten Templern. Hawk, ich hätte nicht damit gerechnet, euch hier anzutreffen. Ich muss euch auf der Stelle sagen, dass ich euch liebe. Ihr habt zu mir gestanden, obwohl ich euch allen Grund gegeben habe, euch von mir abzuwenden. Ich wollte nur, dass ihr das wisst. Was auch immer geschieht, vergesst es nicht. Was ist hier los? Warum sagt ihr so etwas? Er wird immer noch hier sein, wisst ihr? Gerechtigkeit. Lange nachdem ihr und ich, nachdem wir beide längst tot sind. Für einen Geist hat der Tod nicht dieselbe Bedeutung wie für uns. Er wird einfach ins Nichts zurückkehren. Ich liebe euch, Anders. Ihr seid das Wichtigste in meinem Leben. Aber es gibt Dinge, die bedeutender sind als mein Leben. Bedeutender als jeder von uns. Es tut mir leid. Ihr irrt euch. Es gibt nichts Bedeutenderes als die Liebe. Ich habe euch gesagt, ich würde euch das Herz brechen. Aber ihr sollt wissen, dass es mir auch meines bricht. Ich hatte gehofft, wir könnten eine bessere Lösung finden, aber Gerechtigkeit und Rache sind zu eng miteinander verflochten. Ich kann sie nicht mehr auseinanderhalten. Ihr seid das strahlende Licht in meinem Leben. Gebt euch niemals die Schuld für das, was geschehen wird. Was hat Anders vor? Ich weiß ungefähr, was er vorhat, aber ich hoffe, dass ich es irgendwie noch verhindern kann, dass er sowas nicht tut. Egal was es ist, er soll es nicht tun. Das wäre eine Scheißaktion. Okay, weiter geht's. So, was haben wir denn noch? Die Galgenburg. So, wo ist Cullen? Da ist Cullen. Champion, und der Hauptmann ist auch bei euch. Ich nehme an, ihr seid nicht allzu glücklich über die Anschuldigungen gegen sie. Das könnte man so sagen. Ich habe keinerlei Beweise gefunden, die Anschuldigungen gegen sie stützen würden. Genau wie ich es vermutet hatte. Warum wird die Sache dann so aufgebauscht? Manche sind der Meinung, die Lösung der aktuellen Führungskrise liege darin, einige Befugnisse zusammenzuführen. Und wenn diese Beschwerden, ob haltlos oder nicht, anhalten, werden sie als Rechtfertigung dafür dienen, die Position des Hauptmanns der Wache abzuschaffen. Das wäre die einfachste Lösung, ob ich sie nun befürworte oder nicht. Vielleicht kann ich die Leute, die sich über sie beschweren, ja zur Vernunft bringen. Wenn es ihnen darum ginge, vernünftig vorzugehen, würden sie nicht anonym bleiben. Aber die Beschwerden kommen aus der Unterstadt. Gardistin Brennan ist dort auf Patrouille. Warum sollte sie mir das verschweigen? Ich weiß es nicht, aber ich entschuldige mich für unsere Mutmaßungen, Hauptmann der Wache. Das war bedauerlich. Damit ist es nicht getan. Auf in die Unterstadt, Hawk. Alles klar. Vielleicht ist sie auch so machtgeil und will jetzt den Posten von Evelyn haben. Würde ich sogar noch zutrauen. Wo ist sie denn? Offenbar nicht hier. Aber im Nachtmodus offenbar. Ja, yep, im Nachtmodus. So, bin ich mal gespannt. Ich wette, ich weiß nicht warum, aber diese, vielleicht steckt ihr dahinter. Oh. Yeah!
waren das für Typen? Anhänger von sie. Anhänger von sie? Was ist ein Anhänger von sie? Wenn ich sagen wollte, vielleicht ist sie auch hinter dem Posten vom Hauptmann her. Kann auch sein. Wir checken das jetzt mal ab. Gardistin! Warum musste ich von einem Templer erfahren, dass es in diesem Viertel Unruhe gibt? Was geht hier vor? Gardistin? Es ist Hauptmann Jevon. Ich habe seine Rückkehr nicht gemeldet, weil ich mich seiner schäme. Er versucht, die Wachen gegen euch aufzuhetzen, aber niemand von uns wird ihm folgen. Eure Führung ist weitaus besser, als es seine jemals war. Wir haben uns so viele Feinde gemacht. Ich kann mich nicht erinnern, dass er besonders beeindruckend gewesen wäre. Er verdient es, vergessen zu werden. Er hat seine Stellung missbraucht und mich beschuldigt, als wir ihn festgenommen haben. Er war bei einigen durchaus beliebt. Das hat sich allerdings geändert, als die Wahrheit ans Licht gekommen ist. Wir müssen ihn finden. Gardistin? Da die Wachen nichts mit ihm zu tun haben wollen, hat er sich andere Verbündete gesucht. Milizen. Vornehmlich mit einem Hass auf alle Ferelden'er. Dieselben Leute, die auch gegen die Kunari geeifert haben. Ich schätze, sie haben inzwischen vergessen, wie viele der Champion getötet hat. Es gibt eine Versammlung. Gegen die Tyrannei der Stadtwache und die Ausländer, die Kirkwall überschwemmen. Es tut mir leid, Hauptmann. Kehrt in die Kaserne zurück. Diese Versammlung ist in der Dunkelstadt, Hawk. Ich muss dorthin. Alles klar. Dann ist es auch unser Ziel. Dunkelstadt. Na. Offenbar sind wir nicht willkommen. Yep. Wir sind offenbar nicht willkommen hier. Moment, nein, da geht's lang. Okay. Mit. Da ist die Versammlung. Der Champion? Hier? Ist das der Hauptmann? Sind wir dafür bereit? Das geht schon zu lange so, tapferes Kirkwall. Ihr habt euch nicht von allen anderen befreit, nur um jetzt dem Einfluss... Ihr seid führungslos und werdet zurückgedrängt. Die wichtigsten Ämter stehen unter dem Einfluss Fremder. Die ausländische Jevon! Elite lässt euch ausbluten. Ihr bringt Schande über euch. Die Feraldenerin mit dem orlesianischen Namen. Gibt es ein besseres Beispiel dafür, wie tief diese Stadt gesunken ist als sie? Ihr gehört euch, Hauptmann. Wissen Sie überhaupt, wie ihr eure Männer geopfert habt? Dass ihr allein Schande über euren Namen gebracht habt? Dreckige Hure! Ihr habt mir alles genommen! Ihr habt es euch selbst genommen. Die Wache weiß das und deshalb steht auch niemand zu euch. Er hat keinerlei Unterstützung. Das hier ist keine Rebellion. Es ist eine Täuschung. Ein Witz auf Kosten Kirkwalls. Auf Kosten eures und meines Zuhauses.
Ich lasse nicht zu, dass ich erneut mit leeren Händen dastehe. Nein, euch wird noch weniger bleiben. Ah. Mann. Oh, noch mehr. Verdammt. Na los! Nun werden wir sehen, was hier steht. Wir werden uns nicht wieder erheben. Ihr Narr, warum habt ihr das nur getan? Ich werde Leute wie ihn niemals verstehen. Selbst wenn ich 100 Jahre alt werde. Gehen wir zur Kaserne, Hawk. Meine Gardisten werden dort schon auf mich warten. Alles klar, allerdings erst in der nächsten Folge. Bleibt mir gewogen und bis morgen. Ciao!